Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Phils iPhone Blog. Endlich ist es soweit, das goldene iPhone 5S ist endlich bei mir zu Hause angekommen. Fangen wir auch gleich mal mit dem Unboxing an. Auf der rechten Seite befindet sich der iPhone 5S-Schriftzug, unten finden wir ein goldenes Apple-Logo, auf der linken Seite finden wir wieder den iPhone 5S-Schriftzug und natürlich oben nochmal der goldene Apfel. Auf der Rückseite finden wir noch einige Informationen, wie zum Beispiel die Seriennummer, die E-Mail-Nummer oder die Produktbezeichnung, welche Farbe es hat und die Speicherkapazität. Weiter oben steht dann noch der Lieferumfang, nochmal die Speicherkapazität und ein paar technische Details zum Gerät selbst. Nun entfernen wir mal die Plastikfolie mit einem Messer. Und nun sind wir am großen Moment angekommen. Wir öffnen die Box und heraus kommt das iPhone 5S in Gold. Auch wenn ich eigentlich schon sofort loslegen möchte mit dem Setup und mit der Benutzung des iPhones, legen wir es jetzt erst einmal zur Seite, da wir ja hier bei einem Unboxing-Video sind. Unter der iPhone-Schale finden wir das gewöhnliche Benutzerhandbuch zum iPhone selbst. Wir schauen mal kurz rein, was sich da denn alles befindet. Als erstes sehen wir schon mal unseren SIM-Tray und weiter geht's auch schon mit den Kurzanleitungen. Hier sehen wir eine Beschreibung vom iPhone selbst mit den ganzen Knöpfen, die bezeichnet sind. Ja, willkommen beim iPhone. Hier steht, wie man es einschaltet. Und dann gibt es auch noch sämtliche Informationen zur Garantie und sonstige. Und hinten sehen wir auch schon unsere beliebten und begehrten iPhone-Sticker. Und nun weg mit den ganzen Stickern, Beschreibungen und Informationen. Wir packen die wieder in das kleine Buch hier mit dem SIM-Tray und kommen zum restlichen Inhalt der Box. Der Inhalt hat sich nicht viel geändert. Es gibt natürlich immer ein Ladegerät und Kopfhörer dazu. Wir haben hier einmal die EarPods, welche mit dem iPhone 5 auf den Markt kamen. Sind sehr empfehlenswert für die Preiskategorie. Hier haben wir noch das Netzteil. Und zu guter Letzt noch unser Lightning-Kabel. Und das war's auch schon wieder mit dem Unboxing zum neuen iPhone 5S in Gold. Aber wir machen jetzt gleich noch weiter mit dem Hands-On, weil ich denke mal, jeder will das neue iPhone 5S in Gold mal sehen. Und da ist das gute Teil auch schon, das iPhone 5S in Gold, was meiner Meinung nach nicht wirklich als Gold bezeichnet werden kann, da es wirklich sehr champagnerfarben ist. Aber Gold hört sich natürlich besser an und deshalb verstehe ich die Namenskonvention von Apple sehr gut. Ich nehme auch jetzt gleich mal die Schutzfolien runter, weil dann sieht man das Ganze noch viel besser. Neben der neuen Farbe sehen wir auch schon mal das nächste optische Merkmal, nämlich den Dual Flash Blitz des neuen iPhone 5S, welches die Fotos natürlicher belichten soll. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich größten Highlight des neuen iPhones, dem neuen Touch-ID-Sensor. Ja, das war's auch dann schon wieder mit dem Unboxing und First Hands-On vom neuen iPhone 5S in der Farbe Gold. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, Daumen nach oben und Channel abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand von Phils iPhone Blog seid.